So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play King Arthur Knight's Tale. Ja, wir haben nur noch die letzte Hauptmission, bevor wir wahrscheinlich neue Missionen bekommen. Wir haben Avalon soweit freigeräumt und sind jetzt auf der Suche nach dem nächsten Gefäß. I must defeat him, but his castle is too heavily guarded. Luckily, Lady Guinevere has managed to lure him out and set up a meeting with him in a ruined castle. That will be the place where I strike. Alles klar, dann Missionsbeginn. Rein da, wir brauchen Sir Mordred, der ist sowieso dabei, der ist ja standardmäßig in meiner Gruppe vertreten. Und wir nehmen anstatt Brunor Lenoir, nehmen wir wieder Sir Key mit, ne? Der jetzt im Moment, der ja letzte Runde Lebenskraft wiederherstellen musste. Ich bin froh, dass wir da auf jeden Fall einen passenden Experten für gefunden haben. Und da ist die Mannschaft. Und da ist auch Lady Guinevere. The Fisher King is near. How did you lure him here? This place is a mirror image of Britannia, like everything else in Avalon. These are the ruins of the castle where I met my Arthur. Now your romance shall end here. How poetic. This creature is still obsessed with me. It remembers this place just as I do. I knew he... It would not reject my invitation. Hide and wait. This is our best chance. Oh, es geht los. Da ist er. Ist das der Fischerkönig? My queen. So you das fällt ja gar nicht auf. das Schwert ist geil. Das hätte ich gerne. Who are you really? What do you want? We were always meant to rule together, even in the other world, in the domain of the Holy Grail. But you must be cleansed of your tainted, silly heritage. Enough, you lovebirds. Okay, jetzt geht los, oder was? Jetzt geht echt los. Okay, ja, wir beide bleiben natürlich vorne. Oh, Lady Guinevere kämpft mit mir. Das ist natürlich auch sehr schmackofatzig. Ja, du bleibst natürlich hier, ne? Und, du startest von hier, du startest von da. Alles klar, let's go. Starten wir den Fight, Männers. Gegen... Oh, warte mal, hier geht's noch weiter. What the fuck? Okay, let's go. Dann fangen wir mal an. Da oben sind die Life Points. Okay, ich verstehe. Ja, dann Lady Guinevere. So, ihr legt kann man ihn mit Verwundbarkeit belegen? Nun gegen Niederschmecker, Schmettern. Oder er hat wahrscheinlich 50% Brechungsresistenz. Nein, ja, dann legen wir das besser zurück. So, Sir Balan. Bitte einmal die königliche Garde unter Beschuss nehmen. Das gleiche gilt natürlich für Sir Key hier hinten. Der jetzt erstmal zurücklegt. Gib ihm. Jawohl, wunderschön, Lady Guinevere. Ach, Lady Guinevere, mein Gott, Lady Gudindre natürlich, ne? Okay, jetzt sind die anderen dran. Helle, betäubt ist der? What the fuck? What the fuck? Da geht's aber aufs Maul für die Lady Guinevere. Der muss jetzt gleich weg, auf jeden Fall. Na, das wird einen Gelegenheitsangriff triggern. Ja, das sieht schon mal gut aus.
Dann hau mal zu, mein Bester. Der Key, du musst auch. Ja, das wird ein Gelegenheitsangriff triggern. Nicht gut. Muss eigentlich Sir Key raus, den Tövis hier rausnehmen, der das Sir Key bedroht, damit Sir Key in der nächsten Runde hier hinten mithelfen kann bei Lady Guinevere, weil die wird hier übelst gefrontet. Die kriegt gerade absolut aus dem Maul. Ja, kein Problem, Männers. Mach du mal, mein Lieber. Ja, da geht's nämlich los. Lady Guinevere hat ein absolutes Problem gerade. Und ich muss unbedingt darauf achten, dass zwei AP übrig bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier schon alles war, Mann. Ja, siehst du, der bleibt nämlich mit einem HP zurück. At your service, my lord. Warte mal, wie viel kostet der? Der kostet 3 AP. Dann hätte ich noch genug, um mich wegzuteleportieren. Und tschüss. Und Heilung. Sehr gut. I like it. Das war ein guter Zug, Männers. So, Sir Balan. Auf jeden Fall mal einmal hier in den Rücken steppen. Sir Key, du wirst dich jetzt darum kümmern, dass hier dieser Bogenschütze gleich ein jähes Ende findet. Lady Guinevere macht überhaupt nichts mehr. Wir haben jetzt nur noch Lady Dindraine. Die jetzt mal hier ein bisschen in den angreifen. Ach so, ne, kann ich nicht. Der Fischerkönig ist da im Weg, ne? Hier, zünd den an, den Bray. Alles klar, lecker. Ja, ja, mach dir mal. Ne, leg das zurück. Einmal einen dicken. Hallo. Gut, Lady Guinevere darf wieder mitspielen. So, jetzt haben wir noch dich. Siehst du denn noch einen? Ja, du siehst noch den nämlich. Das ist sehr gut. Siehst du denn noch den? Ne, den siehst du tatsächlich nicht. Jetzt siehst du den. Dann noch platt. Doppelter Schaden. Sehr gut. So, und jetzt machst du den hier weg. Sehr stark. So wollen wir das sehen. Ja, der steht nämlich wieder auf. Oh, ist wieder da. Okay. Dann gibt es direkt erstmal hier einen fetten Wuchtangriff in den Rücken. Das wird nämlich nichts nützen. Ah, wir müssen jetzt den, der Einsiedler wieder. Jawohl, Junge, der Einsiedler ist ja ein absoluter Gamechanger schon wieder. Und er geht da hinterher, ey. Ah, der macht die Brücke in Arsch. Jetzt kommt der da nicht rüber, der Fischerkönig, wa? Ja, wie kommen wir wieder zurück? Du Loser! Okay, oh, Lady Guinevere muss überleben, okay. Da sind aber viele Lagerfeuer. Ach du Scheiße. You survived, good. The cursed king cannot be killed yet. I bought you some time. Use it wisely and leave this place for good. Okay, warum habt ihr mir... gut, du kannst das Monster nicht töten, ne? Aber... Ne? You are the champion of the lady. This is your quest, not mine.
And neither of us could kill that thing anyway. Ja, verstehe. Gehen wir. He's the Fisher King, and kings travel with their armies. These soldiers are still here. You need to sneak through their camp. Schleichen ist nicht meine Stärke. Was, wenn ich durch sie hindurchfege? Always so rash. A frontal charge would be fatal. I will guide you through. Just follow my lead. Okay, wie ihr wollt. Da zuerst hin. Come, I'm waiting for you. Ja, sehr gut. Dann gehen wir da mal hin. Es geht jetzt ab. The bridge. What happened? Who are you? Die Brücke ist eingestürzt. Beeilt euch, der König braucht eure Hilfe. Are you with us or against us? Ich bin euer Feind, aber vielleicht gebe ich euch die Gelegenheit zu entkommen. Listen up. In the name of the king, you are my prisoners. Hand over your weapons. Nein, Mann. Ich will deine Rippen haben. Oh, das sind einige. Vielleicht hätten wir nicht so eine dicke Fresse haben sollen. Das habe ich jetzt nicht, tatsächlich nicht erwartet, dass sie wieder so viele sind. Na ja, gut, aber der ist jetzt nicht besonders stark, ne? Deine Gefolgschaft ist hier wieder das Problem. Okay, der ist tot. Nächste Runde. Gut, machen wir mal hier, fangen wir mal hier an. Waffenmeister. Zing. Doppelter Schaden. I like it. Den Kollegen bringen wir auch direkt um. Schön. Gegnerischer Zug. Oh fuck, die hätte ich nicht so offen hinstellen dürfen. Nein, ich bin doch so dämlich. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Lady Guinevere, wir haben jetzt gleich, die brennt auch, ey. Oh, das ist gar nicht gut. Machen wir mal weg hier. Kannst du nicht mehr? Oh, nö, ne? Im Moment ist das noch nicht schlimm genug. Ja, ne, leg mal zurück. Mach mal weg hier. Wenn ich jetzt da hingehe, kann ich den angreifen? Der Matador kostet 1 AP, dann kann ich den angreifen. Das kostet 3 AP. Wenn ich nochmal angreife, was kostet das denn? 2 AP, ne? Ja, das reicht dann. Sehr gut. Jetzt geht die erstmal mit dem dicken Teleporter irgendwo hier hinten hin. Husch. Tschüss. Schöner Treffer. Ich glaube, ich sehe sogar noch einen Schützen. Das ist ja noch besser. Ich sag's dir, Lady Dindrain, ne? Mit ihrem Double Damage. Das ist auch so ein Walkout. Okay. Das sind doch schon mal wieder Zahlen, die sich sehen lassen können. Ja, da muss gleich drauf gehen. Wie lange brennst du eigentlich noch? Noch eine Runde. Was natürlich, da steht 1 bis 3 Runden und die hat natürlich wieder den absoluten Maximum mitgekriegt. Der sich auch durch die Rüstung durchschmilzt, der Sir Keene. Ist ja der Knaller, ey. Den interessiert das gar nicht, dass die Rüstung anhaben. Oh, Männers. Sehr schön. Hier stirbt nächste Runde beide. Dich knock ich um. Bam. So, hier bauen wir. Du machst gar nichts. Du, wobei doch, du kannst eigentlich echt hier hin moven. Denn ihr beide sterbt ja jetzt beide. Und dann gibt's noch für dich einen. Jawohl, schön. Yep. Und wir haben ordentlich aus dem Maul gekriegt. Du hast nämlich keine Healpots mehr, Mädchen. Das ist überhaupt nicht gut, ey. You can rest here and dress your wounds. This place is cleansed from the lust.
Ist gut. Die Verlorenen sind auch hier. Ja, stimmt schon, ne? Irgendeinen guten Rat? Dankeschön, gut zu wissen. Ah, da geht's als nächstes hin. Okay. Ja, dann wollen wir erstmal uns mal die Rüstung wieder aufladen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht nächste Runde ein bisschen healen. Was? Da war irgendwo was? War da irgendwo was? Look there, da, hier. Ja, doch, der muss ja sterben können. Das andere. Oh, da sind schon wieder Gegner. Ich muss hier zum Einsiedler, ne? Wenn wir natürlich nicht gegen die fighten müssen, wäre ich auch nicht böse. Hallo, kannst du da? Okay, das wird nix. Da ist, jetzt haben die mich gespottet. Beruhig dich, ich bin ein Verbündeter. Küss meine Klinge. Okay. Das war offenbar nicht die Paro. Oh, das sind auch schon wieder viele. Da sind. Und er da hinten. Er hat's noch nicht gecheckt. Okay, das ist gut. I'm here to serve. Oder komm, dann gib ihm mal. Jawohl. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Jawohl, Lady Dindrain, Alter. Die ist es einfach wieder. Der hat euch, ey. Alles klar. Let's go hier. Oh, da kommen doch noch welche. Aber nur einer, ne? Dann hauen wir auf den Schwertkämpfer ran. Genau, sehr gut. Den kannst du nicht sehen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Wir müssen jetzt auch sofort Lady Guinevere hier schützen. Die muss nämlich surviven, laut Questbeschreibung. Gehen wir da hin. Töten wir den einfach mal. Zack. Ja gut, leider darf ich nie nochmal angreifen. Das ist natürlich sehr schade. Ja, Lady Guinevere da dürfte nochmal. Wenn ich jetzt hingehe, kann ich noch einmal angreifen und mich dann wegteleportieren. Tschüss. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen mit ihr. Weil die, wie gesagt, nun, die muss halt surviven. Die hat nur noch 11 HP. Und ich weiß nicht, ob die danach nicht vielleicht meinem Hof beitritt. Das wäre auch ziemlich cool. Das gibt es nicht, ne? Das sieht. Machen weg. Doch nicht. Auch noch. Sehr gut. So, dann können wir jetzt aber am nächsten Leuchtfeuer, das hier vorne ist. Oh nein, das sind auch schon wieder Gegner. Die haben mich auch, glaube ich. Haben die mich gespottet? Ne, haben die nicht. Wie sieht das denn hier aus mit denen? Da wäre aber auch ein Lagerfeuer. Komm, wir scheißen auf die. Gehen zum Einsiedler. Der hat auch nochmal ein Lagerfeuer. I was wrong. This is the shortest way, but far from the best. There are too many soldiers around here. Okay. Vielleicht solltet ihr uns helfen, sie zu töten. Like you, not monsters. Not that I would know what you are. Maybe both. Mhm. Ich hab gesehen, wozu ihr fähig seid. I am a hermit. I give guidance and tend to people. I am not a killer. Na, okay. Ihr seid also nicht willens, uns zu helfen. You said that. I will help you along your journey when you allow me. Okay. Now I will show you another pathway. Und welcher andere Weg? Da lang, alright. Wir bräuchten nochmal Heilung für Lady Guinevere, ey.
Ich greife die jetzt mal erstmal nicht an. Wobei die da eine Kiste hätten, ne? Aber ich weiß nicht, er sieht schon gefährlich aus hier, der Bray. Aber keine Schützen, ne, oder? Wie sieht das denn hier aus bei ihm? Na, mal gucken, vielleicht können wir die Map ja noch belaufen. Werden wir sehen. This way. Come, I'm waiting for you. Oh mein Gott, was eine nervige Quest. Was eine nervige Quest. Ach guck mal, wen haben wir denn da? Halt. No one is allowed to enter. Leute, wir wollen keinen Ärger, lass uns einfach durch. Okay, ihr mögt viele sein, aber nicht genug. Bildet sich schnell. Ja komm, dann hauen wir den jetzt einen auf den Kopf hier. Your orders? For my Camelot. Der ist tot, nächste Runde. Natürlich wird schon wieder blöd, ne? Da durchlaufen, scheiße. Ja, komm, dann machen wir das so. Jetzt komme ich da gar nicht hin. Nein, jetzt steht die da im Weg. Das gibt es doch wohl nicht. Machen weg. Jawohl, schönes Ding. Einen hier niedergeschmettert. Sehr gut. Ich glaube, dieser Schildansturm ist besser, als man denkt. So, umgehauen. Da ist auch... Das Lagerfeuer wird halt auch wieder bewacht, ne? Ich brauche halt zwingend nochmal ein Bonfire. Auch bewacht. Okay, wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Nehmen halt alle noch Loot, ne? Fangt nicht wieder damit an. Wie weit sind wir? This is the last camp you need to get through. Okay. A challenge. You are facing a tough battle. Ich bin mir sicher, dass ihr kämpfen könnt. Helft mir. Lass mich raten, ihr habt eine bessere Idee, ne? Mal wieder. Wahnsinn, der Typ. Wirklich. Okay. Was schlagt ihr vor? Okay. Nicht schlecht. My task is done here, Mordred. Leave this cursed place and keep Lady Guinevere alive. We may meet again, probably sooner than you think. Okay, bin froh, dass ihr was auch immer, ne? Wie auch immer das weitergegangen wäre. Aber hier hinten wäre nochmal ein Bonfire. Aber auch das ist wieder heavily guarded. Vorne ist auch noch ein Lagerfeuer, aber wahrscheinlich wird da auch wird es da auch Feinde geben. Ich würde so gerne noch mal Lady Guinevere heilen. Das ist alles irgendwie Käse hier gerade. Den Loot, den die da haben, die Kiste, die spricht mich ja auch schon noch ordentlich an, ne? Ich bin mir nicht sicher, kommen wir nochmal hierhin zurück, weil wir speichern jetzt. Wir werden jetzt hier einmal speichern, ja. Und jetzt greifen wir die Penner hier an. Und wenn wir jetzt hier irgendwie verkacken oder so, dann können wir ja immer noch zurückdüsen. Dann können wir immer nochmal rudern. Was hast du denn für eine? Ein Waffen? Ach ja, das geht ja. Da geht's ja gar nichts hier, warum hatte ich so eine Firma? Wir haben zwei Schützen nur. Das ist ja wirklich lustig. Zwei Schützen ist ja niedlich. I'm here to serve.
So, dann machen wir da mal. Du kannst direkt mal angreifen. Sagen. At your service, my lord. Ja, wir müssen ja gucken, dass wir am besten die Schützen so früh wie möglich ausschalten, ne? Jawohl, doppelter Schaden ist halt wieder sehr gut, ne? Ja, Lady Guinevere, du musst jetzt erstmal gucken, dass du dich zurückhältst und die anderen die Arbeit machen lässt. Vielleicht kannst du hier hingehen. Den da angreifen. Du musst halt dann gucken, dass du die, quasi das Schlachtfeld aufräumst, von hinten, mehr oder weniger. Jawohl, schöner Wachtangriff. I like it. Na, jetzt, oh, jetzt kommt der hier rum. Gibt es doch wohl nicht, der Biskop. Ding. Ding. Ja, die ist natürlich nicht so strong. Geh dahin mit ihm. Ich ihn direkt frontal angreifen. Segen. 30% Waffenschaden. Nee, wir legen zurück. Ich bleib mal hier stehen. So, du kennst deine Aufgabe, ne? Zack. Du kennst auch deine Aufgabe. Darf ich nochmal? Ich darf nochmal. Sehr gut, dann Mann weg. Ja, ich muss zugeben, die Rüstung, die ich jetzt verloren habe, die lässt sich verkraften. Die darf sogar dreimal angreifen. Eigentlich auch so strong, ne? Sehr gut. Das hat sich voll gelohnt. Pass auf, wir machen nämlich dann jetzt hier einmal Leben wiederherstellen. Jawohl, jetzt geht Lady Guinevere nämlich auch wieder besser. Und jetzt können wir reingehen ins Getümmel. Das hier vielleicht mal einmal tauschen, dass Lady Dindrain ganz hinten steht. So, das Lager, ich weiß nicht, wir haben halt hier noch Lager ohne Ende, ne, die wir ausheben könnten. Oh nein, ich bin Sonduli. Ich glaube, die haben der. Ei, nein, der hat mir doch gesagt. Der hat mir doch gesagt, nicht durch die Ruinen gehen. Warum höre ich denn auch nie auf den? Ach Mann, ey. Jetzt muss ich hier wieder gegen die Viecher kämpfen. Alter, ist doch schon wieder zum Kotzen. Okay. Ich habe da einen Schützen. Ich habe da einen Schützen. Right. Dann bauen wir jetzt hier wieder die Verteidigungslinie auf, ne? Key. Lady Dindrain sieht von hier aus keinen. Von hier aus sieht die welche. Dann geht die jetzt darüber. Und zündet bitte sofort diesen Armbrustschützen an. Ja, Lady Guinevere, bitte frontet auf der Stelle diesen Schützen hier. Die macht halt nahezu keinen Schaden, ne? Das ist halt das größte Problem an Lady Guinevere. So, let's go. So ein Heini, dass ich da wieder reinrenne, ey. Aber hier gibt's eine Kiste. Immerhin. Oh, der hat aber jetzt gut auf die Fresse gekriegt. Alright, ja gut, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, was hier passiert ist. Attack. Jawohl, schön. Gucken, ob Lady Dindrain da vielleicht irgendwas reißen kann. Mal Rüstung für die nächste Runde auf jeden Fall. So, du musst den Dicken hier mal ausschalten. Ich wäre dir eigentlich auch sehr verbunden, wenn du vielleicht noch einen rausnehmen könntest. Zum Beispiel den da, der Armbrustschütze stirbt ja nächste Runde. Erstellen. Die haben auch wieder hier wieder aufstehen, ne? Sehe ich gerade. Boah, das ist auch schon wieder Katastrophe, ey. Du bleibst mal weg. Und jetzt mache ich auch einen Teleporter. Mit dem hier legt sich Lady Dindrain nicht an. Lady Dindrain, Lady Guinevere. Mein Gott. Ein bisschen, dich habe ich noch, ne? Na dann, nichts wie hin hier und gib ihm. Okay, der stirbt. Jetzt müssen wir nur noch den hier umkloppen. Gut, dass ich mir Rüstung gegeben habe.
Hauen um. Machen weg. Jawohl, sehr schön. Und dann gibt man ja hier. Ja, okay, hier ist das Lager, wo ich durch soll. Und man hätte hier die Untoten gegen die anderen ausspielen können. Ja, ich verstehe. Okay, dann ist das jetzt das letzte Lager, was wir angreifen werden. Ich habe bei den anderen da hinten jetzt tatsächlich nichts Spannendes. Alter, ist das ein dickes Lager. Ach du Scheiße, ist das ein dickes Lager. Okay. Ja, that is gonna be fun. Gut, Lady Dindrain, ja, du bleibst, du gehst hier hin, ne? Mordred. Das Ding ist, von da zu starten, ist eigentlich völliger Schwachsinn. Wir können uns eigentlich hier direkt in so einer. Aber mit einem gehen wir da von da drüben rüber. So, alles klar, let's go hier. Du zuerst dahin und direkt mal einen hier aus der Ferne angreifen. Und dann bauen wir hier natürlich die obligatorische Spalter-Verteidigerlinie auf. Du kannst wieder so weit latschen, das ist ja so krass. Aber wenn ich da jetzt reinpace in die ganze Geschichte. Okay. Wir stellen dich mit in die Verteidigungslinie. Also wenn ich da jetzt wieder rein, die kriege ich wieder von allen Seiten aus dem Maul. Und dann kann ich die wieder am Lagerfeuer gegen. Die kommen auch angelatscht, oder? Sehr schön. Jawohl, da gibt's Alter von allen. Die greifen aber wirklich nur die an, ne? Das sind auch kleine Arschgeigen, ey. Ja genau, kommt mal alle schön ran hier auf den Meter. Kommt mal alle schön ran hier. Macht halt wirklich kaum Schaden, ne? Das ist halt wichtig. Komm mit Lady Guinevere, ich zeig dir mal, wie das geht. Farben! Kloppen mal die einen noch oben. Komm, noch mal nicht nach oben. So, Saki. Cool. Sehr schönes Ding. Ja, Lady Guinevere geht mal dahin. Die legt nämlich jetzt nochmal zurück. Gut, Lady Dindrain. Wen siehst du denn eigentlich alles? Schießen, wen kann ich denn alles ballern? Dich sehe ich nicht, aber ich sehe dich. Dich sehe ich auch. Schade. Hätte ja sein können, dass du vielleicht doppelten Damage machst, aber offenbar nicht. Mhm. Ja, kommt mal alle schön ran hier. Genau, das ist eine super Idee, Männers. Das ist eine töfte Idee. Laufen mal alle schön in Melee Range meiner Streiter. Eine hervorragende Idee. So, ach du Scheiße, what the fuck? Nee, ne? Oh, jetzt kommt die Arschgeigen hier auch noch, ey. Die haben mir noch gefehlt, ey. Mach mal weg hier. So, Lady Guinevere. Die nächsten angeflitzt. An sich gar nicht so schlecht, weil jetzt müssen die sich tatsächlich mit denen da befassen, bevor die anfangen können. Sich mit meinen anderen Leuten zu befassen, müssen die sich jetzt erstmal mit denen, sehr schön, müssen die sich hier nämlich jetzt genau erstmal mit denen befassen. Ja, dann kloppt euch mal.
natürlich zu mir, ne? Was soll denn das? So, wir müssen leider hier mal einmal mitmachen. Ich weiß noch nicht so genau, was macht denn dieser Frost eigentlich? Ah, weniger AP. Auch nicht komplett kacke, ne? Wie sieht das bei dir aus? Den siehst du nicht. Das ist schlecht. Da würdest du den aber sehen. Und du wärst geschützt vor den anderen Einheiten. Ja, okay, pass auf, Sir Key. Du räumst jetzt hier mit Lady Guinevere auf. Wir brauchen Sir Balan hier mit in unserer Geschichte. So, pass auf, du direkt dahin. Wir räumen den Bums jetzt hier auf. Lady Guinevere und ich machen das jetzt. Drei schaffen wir, drei Einheiten. Ich glaube, das sollte machbar sein. Ja, kloppt euch da mal schön. Die alle auf die da draufhauen, ne? Ist eine Dreistigkeit, ey. I fight for honor. Hauen oben. Kann ich damit noch irgendwen anstürmen? Ne. Okay, dann ist das gar nichts. Allerdings, mein Lieber. Ne? Die Lady Guinevere jetzt hier mal hinten kurz ein bisschen Beef machen. So. Meine Liebe. Siehst du den auch von hier? Nein. Ah, das ist schlecht. Aber von hier würdest du den sehen. Mach mal doppelt Damage. Schade. Wie sieht mit dir aus? Okay, dann den sieht die nicht. Defend yourself. So, aber ich kann wieder zurückgehen, damit der mich nicht angreifen kann. Ja, ja, mach dir mal. So, du bist der Nächste, mein Lieber. Erstmal Rüstung geben. Ich habe nicht das dumpfe Gefühl, dass die hier gleich ordentlich auf mir rumhämmern wollen. Warte für dich. So, du bist der Nächste da hinten. So. Ja, Sir Key. Du kannst direkt mal sprinten gehen. Und einmal den Feuerball. Ding. Okay. Damit war's das für die hier hinten. Und unsere beiden Kollegen können wieder joinen. So, dann machen wir mal weg hier den Armbrustschützen. Ich sehe sogar einen. Sehr gut. Wen sehe ich denn? Dich sehe ich, ne? Dann machen weg. Ja, schön. Boah. Gucken, was mit dir ist, aber einer lebt noch. Klar, da haben wir ihn doch. Und wir werden uns hier jetzt nochmal einmal Rüstung aufladen. Auf jeden Fall. Dann gibt es hier nochmal eine. Oh, hier ist ordentlich Treasure. I like it. Alter, eine dicke Reliquie. Sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage, Freunde. Wollen wir noch die anderen Lager aufräumen oder wollen wir gehen? Das ist jetzt die große Frage, liebe Freunde.
Ich hätte ja mal gesagt gehabt, wir wollen wahrscheinlich sogar noch die anderen Lager aufräumen und diesen aus dieser Mission hier einen Zweiteiler machen, weil hier doch einiges los ist. Wir gehen nicht durch die Ruinen, meine Damen und Herren, da sind nämlich diese blöden Verlorenen. Jetzt droppen wir nämlich dieses Lager hier auch noch. Die haben ja alle Lagerfeuer dann, wir können die ja problemfrei dann angreifen. Weil die ja wie gesagt alle auch Lagerfeuer haben. Wir können uns ja die ganze Zeit da auch wieder quasi heilen. Der ist aber wirklich dick, der Captain. Ach du Scheiße. Na gut. Sir Key, bitte einmal hier hin und zurücklegen quasi. Nicht, also nicht zurücklegen, sondern quasi auch hier diese Wacht machen. Genauso wie du, Lady Guinevere. So, Lady Dindrain. Ich muss eigentlich nur einen spotten und das ist genau der, den ich nicht sehen kann. Jetzt kann ich ihn sehen. Alle anderen sind nämlich Nahkämpfer und damit kein Problem. Was ist denn jetzt los? Boah, da gab es direkt einen. Jawollo, ey. Nein, bitte nicht. Oh Mann, ey. Jawohl, schön. Da gab's jetzt doch deutlich mehr auf die Fresse, als ich erwartet hatte. At your service, my lord. Warum darf ich denn... Ach so. Ja klar, ich bin ja auch Sir Belan. Natürlich darf der nicht mehr angreifen. Hau ihn um. Jawohl, gib ihm. Ja, da müssen wir jetzt gleich wahrscheinlich Leben auffüllen, so wie das hier aussieht. Und weg. So. Lady Guinevere, erstmal mit dir. Scheiße, klappt nicht, ne? Ist der immun gegen irgendwas? Nee, ne? Dann gibt es jetzt ein Gift. Vielleicht könnte der nächste Runde sogar sterben. Wer hat denn jetzt noch Lady Guinevere? Hat jetzt noch Bewegungs-AP und generell AP. Deswegen zieht die jetzt auch mal durch direkt, dass die nicht schon wieder aus dem Maul kriegt. So. Und weg ist sie. Wie ein Raben, Alter, das ist so cool. Naja, reicht tatsächlich gar nicht. Eine Verarsche hier. Und das hat wohl gereicht, sehr gut. Ach Mann, hör doch mal auf, immer auf meiner Bogenschütze rumzukloppen. Das rächt sich nämlich, meiner Bogenschütze rumzukloppen. Das heißt nämlich, meine Bogenschütze wird jetzt auch mal ordentlich auf euch rumkloppen hier. Ja, steigen. Zang. Dann kommen wir nehmen den Feuerpfeil für. Ich glaube nämlich, dass er, ja genau, ich komme nämlich nicht mehr an ihn dran. Aber also ich kann auch nicht zu ihm stürmen. Ich komme nämlich tatsächlich nicht mehr an ihn dran. So. Ja, komm, mach Feierabend. Tschüss. Na, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, liebe Freunde. Aber wir laden das einmal auf. Und lieben. So. So, nämlich das andere. Das war jetzt tatsächlich ein deutlich fetteres Lager als erwartet. Wie sieht denn das hier aus? Das sieht, glaube ich, besser machbar aus, ne? Und da könnte man nochmal Rüstung aufladen, ne? Oh, Alter, ist das auch schon wieder ein Riesenlager? Warum sieht man sowas immer erst, wenn man die... Ja, das sehe ich auch so. Wir machen einen Abflug. Da ist aber eine Kiste. Mann, ey, ich bin so lootgeil, ne? Lass uns mal dieses Lagerfeuer da hinten noch angucken. Das sind aber wirklich arschviele, ey. Mann, ich will aber den Loot haben. So eine Scheiße.
sieht das hier aus? Wir haben auch eine Kiste. Oder? Halt! No one is allowed to enter the camp. Leave. Okay, sollten eure Wachsamkeit auf die Probe stellen. Wir haben auch eine Kiste. Ein bisschen blöd finde ich, dass man das Schlachtfeld so nicht überblicken kann. Also mit WASD kann ich nämlich auch nochmal steuern. Tja, Freunde, was machen wir denn jetzt? Sind halt nochmal zwei richtig fette Camps, ne? Also richtig fette Camps. Wenn ich da reingehe, werde ich auf jeden Fall die beiden Lagerfeuer auch brauchen, um mich wieder zu healen. Die haben halt auch Schatztruhen. Ach, scheiße. Das wird schon wieder nicht sein hier. Ja, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall erstmal in der nächsten Folge. Wir müssen nämlich jetzt hier mal einen kleinen Cut machen. Und dann machen wir bei der Mission weiter. Ich gucke jetzt gleich, werde jetzt gleich eine Entscheidung fällen, ob wir diese Camps jetzt leerräumen oder nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play King Arthur Night Tale. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.